Gequiequaquagelt. Ach du Scheiß. Facecam sitzt nicht. Sie sitzt nicht ganz auf dem Boden, ne? On the bottom. Ich will die zwei Max, war so lustig. Ja, das war wirklich witzig. Aber ist auch ein einladendes Game, so für auch Unterhaltungswert, muss man sagen. Ein sehr, sehr einladendes Spiel dafür. Keep the Nidalees. Keep the Asriels. Passt halt die Arsch auf einmal. War auch ein sehr technisches Spiel, also. Ist gar nicht so viel rumgejoke. Bei dem Game. Wirkt halt sehr verspielt. Aber ist es gar nicht. What's Mirage? Oh. Das Loot-Ding. Das ist gut. Das ist auch zu übel. Ja, der ist gleich fertig. Der ist schon bei 90 Grad. Mikro ist nice. Mikro ist nice, aber nur zwei Items ist nicht so geil. Swiftshot hart, Kavalier hart. Dann nehmen wir das erstmal an, würde ich sagen. Und dann, was machen wir dann? Dann ist wahrscheinlich Windstreaken ein Thema, oder? Kavalier hart. Kavalier hat, ich habe halt kein Emblem, ne? So. Das Rauschen hat ein Ende. Jetzt kommt ein Tropfen dazu. Also, ich hätte schon Bock auf Assassin tatsächlich. Assassin, Kavalier. Jetzt schon free. Die Frage ist, schafft er das? Wahrscheinlich nicht, ne? Wow, er hat's geschafft. Oh, well, okay, dann. Was? Ging einfach so eine kleine Chest. Ich kaufe natürlich den ganzen Plunder mit. Falls sie gewinnen sollten, verkaufen wir es. Kaffee am Start, TFT aber noch geschlossen. Ja, wenn man die Zeit hat, kann man natürlich noch TFT zusätzlich noch öffnen. Ich hätte schon gern so in dem Bramble West oder so. Ich weiß nicht, ob ich hier Dings machen soll. Beide sehr tanky, ne? Der frisst dich halt satt. Boah. Okay. So, aber noch ein Assassin. Noch mehr Gold.
Ja, 4 schafft man ja gar nicht, ne? Also mit dem Piratenboy kannst du auch gar nicht gewinnen, so richtig. Kriegt man bei einem Loose mehr? Das steht einfach nur After Each Player Combat, ne? Aber mehr bekommt man ja gar nicht. Diese, was macht denn der manchmal True Damage? Sometimes und sometimes not. Na gut. Stehst du morgens auf? Na, der Wecker ist so 6.30 Uhr, aber manchmal brauche ich ja noch ein bisschen. Manchmal liege ich noch ein bisschen rum. Um die dumm, die dumm. Ja. Nee, hab nein gesagt dreimal. So. Also. Wir hätten doch das da nehmen können. Für Spell Crit. Also das Game ist bisher so mittel. Was nehme ich denn jetzt rein? Also ich will eigentlich Assassin spielen. Jetzt kommen die ganze Zeit Chests, aber ich Mirage habe. Mirage gibt mir quasi so eine Baby-Chest. Oh, das war aber viel. Jetzt sind wieder alle getroffen. Zu gewinnen wäre echt nice, man. Ich glaube, die Lilia macht das, ne? Also 100% Winrate wäre schon gut zu halten, so. Weil ich habe halt nur Shit. Ist noch keine schöne 3-Gold-Direction, sage ich mal. Full Kavalier kann man nicht gehen, so. Also mit 1000 Sunfires oder sowas, aber. Brauchst du jetzt schon einen Carry irgendwann. Und alle Kavaliere sind kein Carry, nicht mal Nunu. Also kannst Nunu natürlich auch mit 1000 Warmox spielen oder so. Oh, der hat Sunfire, ne? Da kann man nicht gewinnen. Sunfire bedeutet Lara, you can't win. Na, das ist schon unlucky. Aber hätten wir nicht gewinnen können. Fehlt uns der Zugang. Also wir haben ja quasi schon extra Qiyana genommen für den Backline-Zugang. So, also mal Olaf. Olaf finde ich noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Also Scale Scorn werden wir wahrscheinlich spielen. Scheiße, hätte links sein müssen. Achso, dumm. Nochmal Crit. Boah. Also das sind Items. Na? No? Du bist jetzt in Platin 1.
Also mit dem Spatula haben wir Glück. Wenn wir hier Spatula Bag kriegen, es gibt ja diesen Earth Bag oder sowas. Dann wäre das sehr gut. Ansonsten eher schwierig. Was macht man mit einem tollen sonnigen Wochenende? Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wird jetzt schon mal Diana geholt? Das ist schon mal gefährlich. Die Tankiness ist natürlich sehr hoch, aber der spielt halt unsere Com, ne? Plus Shimmer Scale noch eingeballert. Ja, das ist schon auf 6 gegangen, oder? Nach dem Windstreak hat es für mich nicht gelohnt, um auf 6 zu gehen. Da ist der Earthbag, das wollen wir. Earthbag is the best bag. Weil dann nehme ich Assassin. Boom. So. Die Frage, ob wir den hier noch behalten wollen. Of Justice. Okay. Ja, jetzt haben wir ein gutes Comeback. Now we have a good comeback. Ein zweiter Olaf ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn es uns schlechter gehen würde, würden wir den wahrscheinlich auch slammen. Wir können jetzt in einer starken Phase sein. Nur sie ist ein bisschen drunk. She drunk. Oh Gott, Ascension. Ascension ist natürlich auch hardcore für uns. Weiß auch weird, ne? Aber das ist okay. Jetzt in den Loose Streak überzugehen. Ist mehr als fein. Wir rollen jetzt ein bisschen für ein paar kleine Treffer. Wahrscheinlich sollten wir Mirage mitnehmen, ne? Ja, das war dumm. Mirage sollte ich mitnehmen. Das war mein einziger Fehler bisher. Das wären 2 Gold. 2 Gold haben wir jetzt verpasst. So. Ich bin mir nicht sicher. Sie hat noch keine Items, Gott sei Dank. Das könnte Olaf im 1 gegen 1 actually schaffen. Aber die Elise, Bruder. 9 Uhr geht's in die Kletterhalle. Nice. Macht das schon so früh auf? Das ist natürlich mega nice. So, das wird jetzt wieder ein guter Win. Lose meine ich. Lose ist ja für uns hervorragend. Das ist ein Lose Streak. Kommt früher im Karussell. Braucht unbedingt Infinity Edge. Das hier wäre hyper wichtig. So. Und dann finden wir jetzt noch eine Diana, hoffe ich. Die Armor Diana dürfen wir nicht nehmen. Das ist ein Skill-Check. Wir machen mal Rage Blade BT. Also brauchen wir noch 2 BTs. Und dann sind wir eigentlich good to go. Wir haben jetzt die Hand of Justice Variante, weil wir zu viel Crit haben. Die ist auch aber okay. Sinn, Mann. Ah, wir spielen dann später Tempest Orn.
Ja, ist sogar ein bisschen rausgegangen. Ne? Sogar actually geklappt. Dieser Crit tut natürlich sehr weh. Aber Olaf hat seinen Auftrag doppelt erfüllt. Er hat verloren und ist... Er hat gewonnen und ist gestorben. 6 Mirage Economy. Oh, das ist ein good point, ne? War ich jetzt aber gerade mit Kaffeetrinken beschäftigt. 6 Mirage Economy. Wie viel geben denn die anderen Truhen? Das würde ich gern wissen. Wieso rollst du? Naja, eigentlich will ich noch Diana treffen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Aber jetzt können wir nochmal danach das machen. Aber 6 kann man auch rollen. Das ist bei Riot egal. Und trotzdem sehr gut getroffen. Oh, das sind 2 Drakes. Oh, die sind aber gut gelaufen. Aber die hat trotzdem, die hat im Tod ihre Ult durchgekriegt. Die ist einfach gestorben und hat geultet. So, da war natürlich dieser eine Win jetzt sehr ärgerlich. Aber der hat schon Yasuo getroffen. Ist schon sehr unrealistisch auf sie. Aber alles schon passiert. Alles schon passiert. Wait. So, wird sehr schwer. Und wir haben einen Konkurrenten. Oh, wir haben einen liebeskranken Oliver. Das sind sehr viele Tank Items. Okay, wir haben ein gutes Item gehabt. Aber Gott sei Dank auch ein paar Treffer. Ja, der Mirage-Typ, ne? Der Mirage-Typ zählt jetzt 3. Aber das ist ja genau richtig, ne? Jetzt 3 ist doch nicht genau richtig. Ich habe ja Cavalry Heart. Und Scale Scorn. Ja, stimmt. Scale Scorn passt da gar nicht rein. Ich bin halt richtig dumm. Wisst ihr, weil ich mir das... Ich lese mir das durch, eure Tipps. Aber das ist ja ein Fehler. Noch eine Mirage Crest. Könnte Mirage die ganze Zeit behalten, ne? Aber was bringt das? Ich kriege einfach nur die ganze Zeit 2 Gold, ne? Das ist aber auch nicht schlecht für Olaf. Machen das. Ich brauche sowieso noch einen Assassin eigentlich. Der ist gut. Das sind aber gute Rolls. So, sie wird eines Tages mehr haben. Ja, der Shen kommt dann raus für einen Assassin. Wow, wie hat der so lange überlebt? Wir müssen hoffen, dass der Ryze auf den hier geht. Wenn der Ryze auf Braum geht, Braum ist der einzige Unit, die Ryze consistent aushält. Der Pike ist später wichtig für...
Der Thresh ist wieder wichtig für Pike. So, und der ist definitiv besser. Alter Schwede. Also die Treffer sind sehr gut bisher. Der Treasure Drake muss dann halt richtig arbeiten, du. Das ist ja die Frage, ob Warrior jetzt mehr wert ist, ne? Einmal Warrior ist halt jeder dritte Auto-Attack. Ist halt wie ein Crit, ne? Ist schon viel wert, tatsächlich. So, den mache ich, glaube ich, kaputt. Weil die gehen auf Nomsi, das ist schon peinlich, aber... Hau trotzdem hin. Der Kavallerie-Bonus passt halt schon rein. Ja, nehmen wir den Shen mit. Ich glaube, der Shen ist schon wichtig. Der Shen ist schon ein Good Boy. Aber sieht nicht schlecht aus. So, der Pike, Mann. Holy shit. Der Pike ist crazy. Sonst brauche ich das BF. Nice. Okay, BF. Warte mal, ist das eine Diana? Oh, das ist eine Diana mit BF. Das ist gut und schlecht. Aber wenn wir jetzt die Diana finden, wäre das halt insane. Das sind aber Treffer, Bruder, Schwede, Todes. What? Dann ist das besser. Auf 8 kommt der eh rein. Aber Kane wäre natürlich auch wichtig, ne? Oder Pike spätestens. Also 4 Assassins macht schon einen Unterschied, so. Man sieht ja schon, dass sie noch nicht one-shottet. Da kommt das Healing. Boah, das war eine Zerstörung. Also ich meine, er hat Fullbild. Aber woher hat er so viel Healing? Er hat das hier? Aber jetzt glaube ich schon erstmal 4 Assassins gehen. Was? Es sind schon gute Treffer, Mann. Auf 8 kommt da glaube ich trotzdem Pike rein, ne? Gute alte Lee-Bild. Das Problem ist halt, er hat da noch keine Items, ne? Na, Items hätte. Aber die kriegt er jetzt erst. Auf jeden Fall ein Rageblade. Ja, das ist gut. Ich glaube, zu viel rollen will ich auch nicht. So. Damit bin ich durch. Kommt noch Pike rein. Pike statt Talon. Wir gehen jetzt auf 8. Dann kommt Ohren rein.
Und dann sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Dann sieht das richtig gut aus. Ups. Ach komm. Was soll der Geiz? 36 Leben ist nicht gut. Die Lobby wirkt eigentlich ganz cool hier so. Wenn der jetzt da auf 40 wäre, wäre das hier eine echt geradlinige Geschichte. Der Hackerim ist jetzt wahrscheinlich trotzdem noch mehr wert als Thrash. Mag Thrash an sich. Deutschfeld nervt, aber irgendwann ist Olaf auch wach. Und wie gesagt, das ist ja das einzige Olaf-Bild, das erlaubt ist. Coffee. Der only erlaubt Olaf-Bild. So. Ja, die Kiana hat die ganze Zeit Bock, ne? Das merkt man schon. Okay, also Top 4 könnte jetzt drin sein. Top 4 könnte jetzt drin sein. Ich muss die ja einsperren immer noch, aber dann ist der Talent vielleicht im Weg. So, das sind ja Yasuo 2. Und Diana geht schon wieder auf den Tank. Also beide Assassins gehen auf den Tank, ne? Beide. Diana steht ein bisschen zu nah. Okay, also wenn beide aufhören würden, von Riot programmiert zu sein, wäre das übel geil. Wenn beide nicht von Riot wären, wäre das so geil. Ja, aber mehr stärker werden wir nicht. Wir werden nur noch durch Pike stärker. Nur noch durch Pike stärker, und das war's. So, der macht den hoffentlich sofort kaputt. Aber das QSS ist schon nice. Ja, das später ist es überragend. Jetzt schon wieder auf den Tank. Ja, I try, Leute. Das Gute ist, dass eine 3-Cost am Ende eine 1-Cost am Ende tötet, aber... Scale-Scorn hilft ja auch übelst zur Sorte. Elise könnte jetzt buggen. Das könnte jetzt gefährlich sein. Ah, Gott sei Dank. So, Olaf tanky genug. Elise könnte jetzt in diesen Perma-Mode gehen. Aber ich glaube, sie one-shottet nicht. Noch nicht. So. Banshees. Ansonsten einfach den Ohren. Guardian hätte ich auch genommen. Okay. So, also Morello Ohren ist ein gutes Item tatsächlich. Oder eine gute Kombo. Morello Ohren oder Morello Hackerim. Oder Kiana. Oh, vielleicht Morello Kiana. So, wir können noch einen Lose überleben. Ein Lose können wir noch überleben. Morello Kiana ist nicht gut, aber vielleicht schafft sie eine Ult. So, Lee 3 ist auf jeden Fall gruselig. 3 fehlt mir, glaube ich, auch die Power. Ja, da hinten ist komplett GG, aber... Olaf muss ich quasi woanders aufladen. Er wird halt immer alleine sein.
Ja, wenn es kein One-Shot ist, ist es so bitter. Das ist bitter. Das ist der Vorteil in Ohren 3, so. Oder in Olaf 3. Die pure HP-Zahl ist halt schon sehr nützlich. Rilla auf Ohren ist immer das Beste. Ja, wenn wir jetzt so zwei Ohrens finden, dann nehmen wir den auch sofort. Deswegen gucken wir mal. So, auf 9, wie gesagt, lohnt sich für uns überhaupt nicht. Nice. Kiana ist fast oben, deswegen. Bei. Ne, wir können anders spielen. Ne, Kiana ist fast oben. Ah, ne, ich brauch wie möglichst viele Items tatsächlich. Ist ein bisschen hart. Aber jetzt sind wir quasi tatsächlich Fullbild. Können höchstens noch Hecarim rausnehmen und Thresh reintun. Er hat halt Penetration drin, ne? Ja, gegen ihn sind wir ein sehr harter Counter. Yasuo ist der Einzige, der einen Strich durch die Rechnung machen könnte, weil Yasuo einfach weird ist. Ja. Ja, wir verabschieden uns schon von der Hecarim-Idee. Ich finde Tempest wichtiger, glaube ich. Und wir kriegen dann doch einen ziemlich guten Guard-Bonus rein. Wir 9,6 Assassins eigentlich nicht. Also, wir haben. Ja, wir haben ein bisschen Gold, ne? Aber. Ja, aber das Problem ist halt, 6 Assassins ist einfach nicht gut, so. Kriegst halt keinen guten Bonus. Können mal gucken, was wir jetzt kriegen. So, ich suche einen Warrior, ne? So, gib nochmal Warrior. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was ich noch feiern würde. So, aber Top 4 ist die Hoffnung. Mehr schafft man, glaube ich, nicht. Es sieht halt so stark aus, weil wir auch gerade Erster sind, aber das ist halt so eine Lüge. Normalerweise müsste der jetzt auch hier hin reinspringen und einfach alles one-shotten. Aber Ryze halt macht manchmal random Aggro. Wäre den fast gekillt, ne? Also Ryze ist tatsächlich super schlau, so. Der hat einfach auf mich geultet. Oh, mein eigener Ohren hat auf mich geultet. Ich habe mal 12 Millionen True Damage von Ohren bekommen. Also, es gibt ein Item bei den Shimmerscale-Leuten. Die können sowas. Es gibt ein Item bei den Shimmerscale-Leuten, das macht super viel True Damage. Also, müssen wir eh loggen. Okay. Der oder der, beide, also der hier ist sehr angenehm. Der hier ist pures RNG-Fest. Der QSS hat es tatsächlich mega gut. Er hat einen guten Fokus. Wird auch dabei bleiben. Shyvana müsste ja von Natur aus ein guter Gegner für uns sein. Ne? Wir sind ja auf dem Papier, sind wir der Shyvana-Counter. Er ist auch ein Double Kill. Er ist ein Double Kill. Aber ich glaube, es reicht nicht vom Schaden, ne? Fast. Fast wäre es ein Double Kill gewesen. Aber auf dem Papier sind wir ein krasser Shyvana Counter, weil wir mit Skatethorn viel weniger Schaden kriegen. So. Ja, der geht jetzt nach vorne. Das finde ich gut. Das ist die richtige Lebensentscheidung. So,
grundsätzlich. So, ich schicke jetzt den nach vorne, damit die einfach tagelang auf den Braum hauen. Ja, der Braum hat erstens sehr früh Sunfire im Anlaufen. Shyvana interessiert den Olaf nicht, das ist wirklich Wichtiges. Der Olaf interessiert sich gerade sehr für die Shyvana. Das wird close. Oh, der Thrash. Oh, der Dodge. Oh my God. 9 Dodges, habt ihr das gesehen? Dodge, 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 Dodge. Habt ihr die Dodges gesehen, Leute? So, wir müssen den Pike aber auf 2. Das ist schon super viel wert. So, rausziehen müssen wir den nicht irgendwo, irgendwie. Das ist das Coole. Also eigentlich müssen wir das in der Tasche haben. Allein schon, weil Pike jetzt endlich auf 2 ist. Boink. Wenn Pike auf 2 ist, kannst du nichts mehr machen. Can't do shit about it. So, jetzt ist das Problem.